Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3. Heute Abend, 16.07. um 19:47 Uhr. Oh Gott, zweimal in der Woche schon hochgeladen, ja. aufgenommen, wollte ich sagen. Ja, gerade das Stream-Ankündigungsvideo nicht gemacht, aber habt ihr heute wahrscheinlich gesehen, wo ich noch gesagt habe, ja, ich nehme momentan nur einmal die Woche auf und ja, schon bin ich hier und nehme das zweite Mal auf. Und ja, genau, das Fahrband will ich nochmal eben kurz wegpacken. Das Messer nehme ich voll, jetzt habe ich aber mit. Ich weiß ja nicht, eventuell kann man das nochmal gebrauchen. Das wäre wahrscheinlich aber auch clever, die Farbbänder alle zu verbrauchen, weil ich schätze mal nicht, dass ich den Rest des Spiels jetzt mit Carlos spielen muss und wenn jeder sein eigenes Inventar hat. Es sei denn, der Carlos ist so nett und ich sehe irgendwas, was mich töten möchte. Ein brennender Zombie natürlich. Und überlässt mir das Maschinengewehr, da gehe ich jetzt aber einfach mal nicht von aus. So, gönn mich alle mal. Nö, ich will euch nicht. Aber was soll ich jetzt mit dem machen? Wahrscheinlich ein Gegenmittel finden, um Jill vom Virus zu befreien oder sowas? Ach Gott, muss das sein? Gut, gehen wir den langen Weg. Ah! Ja, scheiße. Ich bin wahnsinnig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe. Keine Ahnung, genau. Vielleicht war da auch irgendwas Tolles im Raum, aber ich möchte eigentlich ungern. Ich weiß nicht, wie ergiebig mein Maschinengewehr ist. Das ist erstmal ein großer Raum ohne Gefahr, so wie es aussieht. Ja, Antigiftkräuter will ich jetzt nicht haben. Habe ich Heilung? Nein, ne? Ja, natürlich nicht. Woher auch? Oh, die Treppe ist kaputt. Okay, also der Weg scheint recht linear zu sein. Ich habe ziemlich genau eine Option. Aber es heißt nicht, dass ich vielleicht noch irgendwo was finden kann. Hier so zum Beispiel nicht. Gut. Kann ich die Munition von meinem Maschinengewehr überhaupt wieder aufladen? Ich weiß es gar nicht. Weil ich wieder ein bisschen verschnupft klinge, die Sonne scheint wieder, es hat geregnet die Tage. Ein bisschen viel, muss man dazu sagen. Und ja, es blüht wieder alles. Aber ich meine, das Maschinengewehr, nur so als kleine Info am Rande, ich glaube, das gab es, glaube ich, auch tatsächlich, also wenn ich doppelt glaube, dann muss es so sein, im zweiten Teil, meine ich. Man konnte das, glaube ich, auch freischalten, wenn man geile Ratings hat und dann ja, auch einen Raketenwerfer und die Minigun hatte und sowas. Habe ich, glaube ich, im Let's Play alles nicht gezeigt, weil ich einfach zu schlecht war. Nein, ich hatte keine Lust, das einfach nochmal 12 Mal durchzuspielen. Da gibt es viele, viele Leute, die es viel, viel besser können als ich. Schauen wir jetzt hier nochmal rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Da liegt was. Ah, noch mehr Farbbänder. Okay. Das lag vor, aber noch nicht da drin, oder? Ja, nichts Besonderes, ist in Ordnung. Nehme ich auf. Ja, gut. Ja, oder Jill kann keine Schubladen öffnen. Das ist natürlich auch möglich. Ah, ich fand das Tischchen sah auch sehr verdächtig aus. Aber was? Was? Ich überlege gerade. Was könnte ich denn jetzt hier machen wollen? Nichts eigentlich, oder? Ich muss halt irgendwas finden. Achso, hier ist der Safe Room. Klar. Tut mir leid, ich muss eben nochmal kurz auf die Map gucken. Komm, gehen wir erstmal da lang. Was soll der Scheiß? Aber wir können das Fahrband mal eben kurz wegpacken. Da brauchen wir wirklich keinen Inventarplatz für verschwenden. Weil die Gegner bewerfen kann ich damit leider nicht. Vielleicht geht es in den späteren Teilen, ich weiß es nicht. Aha, aha, aha. Aha, aha. Okay. Achso, vielleicht kannst du irgendwas mit dem Schachbrett machen. Ja, okay. Was kann ich mit dir machen? Oder ist es irgendwas hier im Haus? Ah, Moment. Die Glocke. Oh, boah. Das war... Also vom Geräusch her gefällt mir das nicht so gut, muss ich sagen. Okay. Ich möchte nicht mehr Schüsse benutzen als notwendig. Du kannst auch gerne fallen, also... 91%, okay. Vielleicht ist es genauso eine Munitionsverschwendung wie bei Jill. Was machen die hier für komische Geräusche, sag mal? Ganz viel Feuer, Feuer, Feuer. Und da liegt nichts. Ich werde nicht mehr. Lass meine Beine in Ruhe. Dankeschön. Ja, ne, haben wir einfach mal wie viel Munition verschwendet? Einfach mal geschmeidige 17%. Ist ja nur fast ein Fünftel, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ist hier vielleicht noch was drin?
Nein. Hätte ich irgendwie noch eine Pistole finden oder einen Granatwerfer auf, ist das oder irgendwie sowas in der Richtung? So scheiße ist das. Das Problem ist, die Waffe ist zwar cool, ne? Ich muss einmal nur gedrückt halten und dann macht er bam. Aber die hat halt gar keine Mannstoppwirkung, ne? Also da steckt einfach keine Power hinter. Ich brauche Power gegen größere Viecher. Also kann ich aber wirklich eine Pistole nehmen. Gegen Zombies geht das wahrscheinlich noch, ne? Aber so alles, was darüber hinausgeht, weiß ich nicht. So, gehen wir mal hier weiter. Ich habe es bewusst nicht gespeichert. Nö. Ach, du leck mich doch. Vergiftet? Ach, Gott sei Dank nicht, okay. Ich habe mich so ein bisschen an die Viecher aus Teil 1. Warum lädst du jetzt so lang? Hör auf, so lange zu laden, Spiel. Mach mich nicht fertig. Stürz jetzt nicht ab. Ich war nur kurz im Menü. Der fängt sich. Ah! Nein! Du Kackbratze! Echt? Na, okay, ich bin ein bisschen verletzt. Ist in Ordnung. Ah, Mann. Das ist aber unfair. Das lag nicht an mir. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass das Bild jetzt umspringt. Okay, ein Körper von einem Kameraden. Er muss bis zu seinem letzten Atem für die Mission gekämpft haben. Okay, das kennen wir schon. Wahrscheinlich ist hier jetzt die Glocke weg. Behaupte ich jetzt einfach mal kackendreist. Und? Nein. Super. I can push it? Okay. Carlos scheint auf jeden Fall kräftiger zu sein als Jill. Jetzt könnte ich hier so mal gucken. Ach komm, da ist doch was. Guck, wie viel Krempel da drin ist. Da muss irgendwas für mich sein. Das mir in irgendeiner Form nützt. Okay. So sei es. Gehen wir mal raus. Schauen wir mal, ne? Ich habe das Gefühl, ich müsste das Spiel, glaube ich, neu laden. Es sei denn, ich finde jetzt Heilung oder irgendwas. Ich höre schon wieder Zombies. Ich werde wahnsinnig. Ah, hi. Heidenwike. Wir gehen erstmal die Treppe hoch. Raccoon Park. Ja, aber es ist so klar. Es ist so klar. Tak, 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 tak. Oh, jetzt habe ich nur einen getroffen. Ich werde nicht mehr. Komplett im Arsch. Ich bin auch schön in die Arme gerannt. Gebe ich zu. Leck mich. Stirb einfach. Wow. Jetzt kommt er gleich von hinten. Vorsicht. Wie sieht es jetzt hier aus? 75. Oh! Ja, ich habe keinen Dietrich dabei. Oh. Dann kann der wahrscheinlich nicht umdrehen mit seinen Wurstfingern. Oh, ein Krankenhaus. Da muss ich aber wenigstens Heilung finden. Da ist gerade, glaube ich, irgendwas angeflogen gekommen. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich will auch nicht damit wegfahren. Ich will gucken, ob da was drin liegt. So ein Riegel oder sowas, so ein Snickers. Das wäre auch schon mal was. Oh, schön, dass ein Krankenhaus so eine quietschende Tür hat. Okay, ich visiere erstmal nichts an. Das finde ich erstmal sehr schön. Okay. Ich habe jetzt keinen Bock auf Hunter, ist mal ohne Scheiß. Direkt zwei auch noch. Ich bin tot. Ja, ne? Nö, die will ich nicht bekämpfen. Das meinte ich halt mit Mannstoppwirkung, ne? Jetzt so eine schöne Shotgun, das wäre es echt gewesen. Ja, guck mal, die Klappe. Egal, ich kann mir jetzt wenigstens vielleicht ein bisschen Munition sparen. Weil ich mir jetzt einige Wege sparen werde. Ja, 10 Minuten verschwendet, mein Gott. Was ein Käse. Ja, okay, wenn es natürlich ausreichend ist, ne, dass ich die einmal kurz anpfeffere mit meinem Maschinengewehr, dann könnte ich die immer schön... Also, wenn, vorausgesetzt, die fallen auch um, natürlich. Aber, Alter. Ja, okay, ich hatte auch nicht mehr so viel Energie, muss ich zugeben. Ich hatte wahrscheinlich sogar ziemlich viel Energie verloren.
Genau. Langer Weg ist gar nicht so lang, wie ich dachte. Wie es den Anschein hat. Achso, nee, hier ist er in Ordnung. Weg. Er sollte gleich nicht den gleichen Scheiß nochmal machen mit dem Raumwechsel oder Bilderwechsel. Oder was auch immer. So, genau, das war hier die Geschichte. Okay. Nein! Warum fällst du denn nicht um? Mein Gott, ich habe dich doch ungefähr 18 Mal getroffen. Du Schuss, ich habe noch zweimal getroffen. Okay, ich bin noch nicht, ich habe noch keine Bauchschmerzen. Okay. Und durch. Das speichert doch ab, du hast so viele Farbbänder. Ja, ist auch richtig, aber ich will es eigentlich abhängig davon machen, mit wie viel Energie ich wohin komme. Und ich meine jetzt für die zwei Räume, nur weil ich die jetzt passiert habe und zweimal getroffen worden bin, das speichere ich nicht für ab. Nein, nein, nein. Das werde ich nicht tun. Okay, jetzt habe ich auch nur 3% verschwendet. Das ist gut. Jetzt kann ich hier nämlich wahrscheinlich einfach durchrennen. Einfach direkt los. Wo sind die jetzt, Spinnen? Ich habe damit nicht gerechnet. Es tut mir echt leid. Ich meine, das macht mir die Sache ein bisschen einfacher, aber... Hä? Warum sind denn da ein Spinn? Ich versteh's nicht, tut mir leid. Ah, nicht vergiftet, das wollte ich nur... Achso, ich hab das fucking Farbband noch dabei. Das farbige Fuckband. Okay, dann schieb es. Schieben! Schieben! Okay, das heißt, wenn ich mit der Claire dann hier... Claire sag ich schon, mit der Jill hier lang gehe, muss ich auf jeden Fall einen Dietrich mitnehmen. Sollte ich mir schon mal merken. So, okay. Hello. Ja, ich lasse sie mal so ein bisschen kommen. Und sollen sie kommen. Ich hoffe, ich bin weit genug weg, ohne dass ich getroffen werde im Idealfall. Und... Einer ist da noch, ich weiß. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ich meine, es gibt noch einen Rückweg, ja, da bin ich mir auch drüber im Klaren, aber... Oh, scheiße, jetzt kommt die fucking Hunter. Ich mag die Hunter nicht. Die waren im ersten Teil schon scheiße. Die habe ich, glaube ich, damals immer mit der... Mal mit dem Magnum kaputt gemacht, oder? So, ich gehe mal vorsichtig. Okay, es ist zu. Ja, ich will eigentlich nur die Leichen... Ach, komm! Warum darf ich das nicht wegdrücken? Ich weiß doch genau, was passiert. Aber die Hunter sind ein bisschen kleiner. Kann das sein als sonst? Wahrscheinlich Hunter Bees oder so. Keine Ahnung. Also keine Hunter Bees. Tot? Ja, wenn das so ist, dann nehme ich das in Kauf. So. Geht doch. Mein Gott, was stelle ich mich denn so an? So, aber wir gucken uns jetzt erstmal trotzdem hier erstmal noch im Foyer etwas um. Was haben wir denn hier überhaupt für Durchgänge? Ach, es sind nur zwei. Das sah nach viel mehr aus, fand ich. Was will ich hier mit roten Kräutern? Ich habe doch niemals grüne. Okay. Love Herbs. Ups, ups. Ich hab die... Wer? Seit wann habe ich eine Pistole? Jetzt ohne Scheiß habe ich die schon die ganze Zeit. Oh, ist das schlecht, ey. Sorry, ich habe die nicht gesehen. Ruf doch jemanden an, wenigstens. Mama anrufen, fragen, wie es ihr geht. It is kept tidy. Was ist denn tidy? Eng? Da ist ein Kreuz, da muss Heilung sein. Oh. Gut, okay. Dann gehen wir hier rein. Oh, schön, schön mit einem Austrittsfilter. Das heißt, klimatisierte Räume und ein Safe Room. Oh, das ist gut. Das würde ich jetzt sogar mal ausnahmsweise mal speichern wollen. Vor allem, ich weiß zwar nicht, wie lange der Abschnitt jetzt mit ihmchen hier geht. Aber. Ja, das ist doch schon Medizin. Nimm doch was mit, Mensch. Sogar Aspirin. Dann lehnt er doch schon mal Schmerzen oder sowas. Dann humpelst du wenigstens nicht mehr wie so ein Ochse. Okay, kannst du nicht. In den nächsten Raum schauen, ist in Ordnung. Ja, gut, dann scheint hier offensichtlich nichts zu sein. Ja, wir gehen erstmal in die Kiste. Rich.
Das kommt rein, das kommt... Das kommt rein und das kommt rein, so. Perfekt. Ich kann mal so einen Hunter mit einem Messer besiegen. Hm? Ist bestimmt eine gute Idee. Warum bin ich so blöd und schmeiß das Farbband da rein? Ich brauche das doch. Ich wollte doch eigentlich nochmal speichern. So, pack mal dahin, zack. So. Oh, Alter, ich glaube achtmal an dem Erste-Hilfe-Spray vorbei. Das ist echt schlimm. Traurig. Soll ich das Messer vielleicht doch nicht mitnehmen? Alter, was ist hier los? Wie oft soll ich denn hier mit dem speichern? Wie lange geht denn der Abschnitt? Oh, fängt das Spiel jetzt richtig an. Klar. Und Speicherstand Nummer 15 oder 16? 16 ist es, okay. Tack, 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 tack. Ich hoffe, 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 hoffe. Der kann seinen scheiß Maschinengewehr behalten, aber alles, was ich mit dem sammle, möchte ich gerne behalten. Das wäre super, super lieb. Ah, jetzt habe ich es immer noch dabei. Ist egal. Genauso wie das Messer. Ja, nie. Es ist ein Messer. Und Gift. Boah. Nur irgendwas zum Mixen haben. Ah, ja. Mal doch, kann ich zurückgehen, ne? Was ist hier? Okay. Ja, okay. Stimmerkennung wird klappen. Please enter your voice. Wie? Also unfinished heißt das nicht ausgetrunken oder noch nicht fertig gedruckt?